Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich zu Let's Play Toybox Turbos, dem neuesten Rennspiel aus dem Hause Codemasters Racing. Ja, heute, beziehungsweise für euch am Gästen, am 12.11. war es soweit und Codemasters hat sein neues Arcade-Rennspiel auf den Markt gebracht. Und wer sich jetzt fragt, ey, Codemasters, die machen doch nur Formel 1 und Dirt. Nein, Codemasters hatte sowas in der Richtung wie das Spiel hier auch schon mal in den 90ern und den frühen 2000ern gemacht. Nämlich, vielleicht sagt euch manchen noch was, Micro Machines, das war auch von Codemasters. Und genauso wird sich auch Toybox Turbos um kleine Spielzeugautos handeln, die man von der On-Top-View durch abgefuckte oder sehr abgespacede Level fährt, über den Küchentisch und sonstige Sachen, halt da, wo man mit seinen kleinen RC-Cars oder Spielzeugautos rumfährt. Und ich habe wirklich richtig Bock drauf, weil ich habe die Microchip-Machine-Spiele sehr gemocht. Ich fand die richtig, richtig geil und finde es auch geil, dass wir neu aufgelegt haben. Das Ganze ist erhältlich für PC, PSN, Network und Xbox Live Arcade Games. Kostet auch, glaube ich, nur 15 Euro, also so ein kleines Spiel für zwischendrin. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir werden natürlich ein Einzelspiel spielen. Vielleicht auch den Multiplayer. Der nette Michael hat nämlich auch einen Key bekommen. Dafür auch nochmal danke an Codemasters bzw. an Marshwriter, die uns da immer sehr gut beraten. So, dann wollen wir mal. Wir gehen in Einzelspieler und schauen nochmal. Wir haben unterschiedliche Cups. Das ist schon mal cool. Da finden wir, haben gar nicht mal so wenig, ne? Wir haben einmal erstes Personenverkehrschaos, Offroad-Jagd, Baustellen-Cup, Service-Sprint, Straßenhektik, Einsatztrubel und Zylinder-Cup. Zylinder-Cup klingt super, das finde ich toll. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Wir können auch irgendwelche Münzen verdienen. Wir haben auch gerade im Hauptmenü gesehen, es gibt eine Garage, was auch immer damit auf sich geht. Ich schätze mal, da können wir unsere Autos kaufen. Also unsere Spielzeugautos, nennen wir es mal. Ist ja Toybox. Und ich würde mal sagen, wir quatschen nicht so lange. Personenverkehr, Chaos. Spülen oder schwimmen. 5 vor Kuchen. Was? 5 vor... Zeitsog. Verbrannter Toast. Gaskocher. Ah, wie geil. Das meinte ich gerade mit abgefuckten Leveln. Alter, wie geil sind die Level denn bitte? Ja, bin ich immer gespannt, wo was wir jetzt hier fahren. Erstmal ein klassisches Rennen. Spiel oder Schwimmen? Ja, Dritter kriegen wir eine Stern und 1000 Münzen. Ich schätze mal, damit werden wir uns Autos kaufen können. Aber wir legen mal los. Ich weiß nicht, ob uns das erklärt wird. Ah, so kaufen... Stimmt, wir kaufen mit Münzen wirklich Autos. Aber ey, ist das geil. Guck mal, die sind in solchen Verpackungen, wie du sie im Spielzeugladen kaufst. Also wenn, oder im Laden, wenn ihr, kennt ihr ja, wenn man früher hat man Matchbox oder Hot Wheels gesammelt, vielleicht machen das auch manche von euch noch, wer weiß, ich habe auch noch einige. Die hingen ja auch immer so schön in diesen Verpackungen da am Haken dran. Das ist ja geil, dass die so verpackt sind, das finde ich cool. So, wir haben erstmal nur das Londoner Taxi. Für das New Yorker Taxi brauchen wir 4500 Münzen. Aber wir können hier ein bisschen was anpassen. Zum Beispiel die erste Farbe. Ah, wie geil, wir können sogar das Taxi ein bisschen umlackieren, da wollen wir natürlich immer ein bisschen Style reinbringen. Ich finde ja die Aufmachung jetzt schon ziemlich böse geil, ne? Mag ich. Finde ich auf jeden Fall nicht so schlecht. Geht auf jeden Fall klar. Machen wir mal so und die Türen vielleicht weiß. Oder machen wir die vielleicht auch in einem Grün. Machen das mal so. So sieht es gar nicht mal schlecht aus, oder? Nehmen wir es mal so. Und ich mal sagen, los geht es zum ersten Rennen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich spiele es mit dem 360-Controller. Der wird direkt erkannt, weil das Spiel auch, wie gesagt, für die 360 kommt. Deswegen wäre es ziemlich Schwachsinn, wenn es nicht wäre. So, dann haben wir die kleinen Spielzeugautos. Drei Gegner haben wir hier. Dann wollen wir noch mal schauen, was wir so machen können. Los geht's. Ich muss erstmal ein bisschen an die View gewöhnen, weil du fährst natürlich hier so ein bisschen on top, ein bisschen versetzt von der Sicht her. Und die klauen mir die ganzen Münzen in die Säcke. Was ist das hier? Mit A hau ich. Okay, mit A verwende ich die Power-Up, schon mal gut zu wissen. Ah, Münzen will ich haben. Ich habe einen schönen Hammer, wo ich Leuten richtig schön aufs Maul gehen kann. Wenn mir irgendwer hier vor mir wäre. Du kommst nicht vor mich. Ich springe nämlich schneller über Tassen und Teller und Pfannen. Mein Gott, ey, sag mal, wer frühstückt denn so? Sehr viel Unordnung hier, also da ist meine Küche echt noch sauber gegen. Weil wer sagt seinem Kind bitte, komm, du darfst mit deinem Spielzeugauto spielen, bau dir ruhig ein Parcours in der Küche auf mit unserem dreckigen Geschirr. Das sind tolle Eltern, ja, das ist verantwortungsbewusst. Wo alle Münzen einsammeln, wir wollen viele Münzen haben, wir wollen uns ein schönes Auto kaufen können. So, erster Rennen läuft schon mal sehr gut hier, wir kommen gut durch. Ich finde die Musik auch geil, die passt sehr, sehr gut dazu, so ein bisschen abgefuckt. Warum sag ich den ganzen Zeit abgefuckt? Das Spiel ist voll niedlich, da kann ich doch nicht abgefuckt sagen. Ein bisschen freaky. So, drei Sterne. 3000 haben wir dann bekommen, mein Gott. Sehr geil. Klebrige Reifen, klebrige Substanzen wie Marmelade. So schnell kann keine Sau lesen, mein PC ist zu schnell. So, nächstes. 5er Kuchen, klassisch. Nochmal. Guck mal, können wir uns jetzt andere leisten? Nee, doch können wir. Ja komm, machen wir mal, oder? Komm, kaufen wir uns einfach. Oh, der Bus wäre geil. Ich will den Bus. Oder wollen wir alle mal freischalten? Es geht auch so nacheinander, ne? Schlage Hammerhai aus BA, du musst das letzte erschlagen. Dann kriegen wir hier ein Luftkissenfahrzeug. Ich will den Bus eigentlich, ja. Wir sparen mal auf den Bus. Weißt du was? Ich will den Bus haben. Ich will den Bus haben. Der ist nämlich cooler. Mit dem Bus kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr Randale loslegen. Schätze ich zumindest. Würde ich jetzt mal schätzen.
Also irgendwie sind unsere Gegner immer voll auf Drogen. Ja, wo ich gerade bei Drogen bin. Nein, das ist kein Mehl. Das ist sicher Kokain, was wir hier links haben. Ich fahre nicht in den Mixer rein. Oh, du kannst aber sehr viele Wege hier fahren, merke ich gerade. Da war eine Sprungschütze, die ich langfahren könnte, theoretisch. Ah, das rutscht. Und wir springen über den Kuchen. Und ich habe eine Rakete. Ich will mal gucken, wie die aussieht. Hier ist ein MG. Was schießt denn das Ding? Wie viel Schuss habe ich denn mit dem Teil? Okay, irgendwann ist Schluss. Okay, gut zu wissen. Da sollte ich mir mal ein bisschen ranhalten. Wow, du bist ein Meisterschütze in der Luft zu schießen. Gehört echt viel Können zu. Wow. Das ist rutschig, merken. Ach, shit. Vorbeigesprungen am Geschenk. Ich finde die Musik super. Die passt geil zum Spielgeschehen. Ja, toll. Jetzt haben die beide MGs. Ey, wenn ich vorfahre, kriege ich doch von irgendeinem auf jeden Fall aufs Maul. Das ist doch kacke. Komm, fall runter. Ja, was habe ich? Es gibt für alle dasselbe immer, ne? Oh, nee. Ja, gewonnen. Kurz vor Ziel noch vorbeigekommen. Bam, 3 Sterne. Und wir 3000 dazu. Tollbox-Tour, 2 von 18. Also sind es anscheinend 18 Rennen insgesamt. Zack, zack. So, ein Zeitfahren. Zeitsog. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Money. Wir haben 8400. Jetzt kann ich mir, glaube ich, sogar den großen, den anderen Bus hier kaufen, ne? Ja, komm, dann hauen wir uns nochmal direkt den... Oh, ich hole mir den Londoner Bus, der ist cooler. Den holen wir uns. Tsching! Meiner. So. Rot ist aber langweilig. Rot fahren ja alle, die Londoner Busse. Wir fahren den Emo-Bus. Nein, auch vielleicht? Oh, blau, oder? Das ist die zweite Fahrt. Ach, der Streifen in der Mitte ist nochmal einer, okay. Gelb, oder was machen wir? Rot, schwarz, weiß vielleicht? Das ist ein Spielzeug, es darf ruhig ein bisschen bunter sein, oder? Nehmen wir mal gelb. Das ist jetzt Spielzeug, ne? Das ist ja jetzt hier nicht so, wie ich mein Auto nie in echt lackieren, aber hier im Spiel darf ich das. So, Zeitrennen, wir müssen 1 Minute 5 schlagen. Ich habe da gerade irgendwie Minen gesehen, oder was war das Rote da? Ich mache auch immer mit Seife meine Zeit in meine Linien. So, Zeit so, gucken, dass der kleine Bus so kann. Ich habe jetzt gar nicht verglichen, wie viel besser der als das normale Taxi ist. Ja, diese Minen, da darf ich auch nicht gegenfahren. Wow, wie gut das Ding im Vergleich zum Taxi ist. Vielleicht ist er gar nicht mal besser in der Beschleunigung, vielleicht nur einfach von der Kraft ein bisschen ja, stärker. Das kann natürlich auch sein. In 3 Runden muss ich in einer bestimmten Zeit hier abfahren. Die Strecke kennen wir jetzt schon aus dem ersten Rennen, das ist schon mal ganz gut. Ich schätze mal, das Spiel wird auch eine Menge Fun machen online. Ich weiß nicht, wie viele Leute online spielen können, weil wir haben jetzt gesehen, es sind ja auch nur 3 KI-Gegner. Das ist ein bisschen wenig, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, weil bei Micro Machines war es glaube ich auch mehr, das war ein bisschen cooler. Aber na gut, sehen wir mal. Wir haben ja noch einige Rennen hier vor uns, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr auf uns zu. Ich habe keine Mine reingefahren. Der Bus lässt sich echt gut die Kurven fahren, muss ich sagen. Also von der Zeit soll ich es locker schaffen eigentlich. Ich bin jetzt, habe ich keine Fehler gemacht, ich bin hier fehlerfrei perfekt durch. Ja, komm schon. Ja, schaffe ich locker. Sehr gut. 3 Sterne. Und wieder 3000 Münzen. Tick-Tack. Errungenschaft freigeschaltet. Ah, Multiplayer, so wie wir es gerade gesehen haben, gibt es da anscheinend auch noch andere Modi. Also jetzt nicht nur normale Rennen. Aber hier gibt es auch noch andere. Überholen. Und Ausscheidung. Müssen wir mal gucken. So. Nächstes Rennen. Klassisch. Verbrannter Toast. Ja. Neben dem Toaster Flick. Man kann das auch schnell falsch lesen. Das ist ein Problem, wenn man ein bisschen verstört im Kopf ist. So, wir haben 8000 Münzen. Ist der besser? Ich guck mal kurz. 4, 2, 4. Ist vom Handy total beschissen eigentlich. Aber ja, sonst ist er im Gewicht besser. Ich weiß nicht, ob wir sparen sollen oder noch was kaufen können. Wir holen uns jetzt mal das New Yorker Taxi. Ich weiß nicht, ob wir für spätere Rennen Geld sparen sollten. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Das ist wie bei kleinen Kindern, die wollen auch hier das Spielzeug direkt haben. Also von daher. Oh, geil. Nehmen wir direkt so. Lass ich direkt so. Sieht geil aus. Es sieht voll geil aus. Es ist schön tiefgelegt. Da kann man sich sogar ein bisschen drumherum gucken. Schick. 4, 5. Ja, Gewicht natürlich echt beschissen, aber Handling super. Gucken, ob uns das jetzt zugute kommt. Schön aufjaulender Motor. Aber kann auch einen perfekten Start hinlegen, haben wir jetzt gerade gesehen. Sehr gut zu wissen. Oh, wie geil! Und wird aus dem Poster rausgeschmissen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, die Ideen hier sind geil umgesetzt. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir bisher so. Also, dafür ist jetzt eigentlich so ein Schnellschuss, so ein unerwarteter Schnellschuss war gekommen. Also, keiner mit dem Spiel plötzlich, war das plötzlich da. Und plötzlich kam das einfach raus. Also, es war jetzt nur plötzlich draußen. Damit hat. Oh, wir können die Gegner sogar kaputt machen, gut zu wissen. Ich glaube, damit hatte keiner so wirklich gerechnet mit dem Spiel.
Und ich schätze es auch ein, so eine Zwischennische für Codemasters, um noch ein bisschen Zwischengeld reinzukriegen. Weil sowas wie Dirt 4 verschlingt wahrscheinlich sehr viel Geld und ist natürlich auch noch nicht auf dem Markt. Und man muss natürlich so ein bisschen zwischendrin sich eben auf, über Wasser halten, beziehungsweise auch die Spieler, wenn sie warten, beschäftigen. Und das tun sie mich hiermit gerade ganz gut. Also, ich muss sagen, also was ich hier gerade so spiele, gefällt mir gut. Wir sind jetzt gerade nur in der Küche, mal gucken, wie die anderen Level dann noch aussehen, wenn wir in anderen Gebieten unseres Hauses sind. Also ich möchte auch so eine Mutter haben, die so viel zum Frühstück kommt, ey. Meine Mutter wird mir den Vogel zeigen. Ich glaube zu Recht. Guck das mal an. Da haben wir ein Sandwich. Oh ja, du möchtest auch noch. Du möchtest 6, 8, du möchtest 20 Toast? Ja, und da drüben haben wir auch noch Müsli und ein paar Pfannkuchen. Und ich habe sonst auch morgens in der Küche nichts anderes zu tun. Endgegner freischalten. Bam. Gaskocher. Überholen. Ich schätze mal, muss ich Gegner überholen. Dann würde ich mal sagen, bleiben wir jetzt beim New Yorker Taxi erstmal. Weil da brauchen wir Speed. Und ich schätze nicht, dass der New Yorker Bus schneller sein wird als das Taxi. So, ich muss jetzt, denke ich, mal eine Anzahl Gegner überholen. Weit machen. 5 muss ich nur überholen, damit die erste... Wow, die Kamera musste mich gerade gewöhnen, dass sie mich mitgelenkt hat. Oh, nicht ins Feuer fahren, nicht ins Feuer fahren! Ich will trotzdem die Münzen haben. Okay, wir sehen, es kann mehr KI fahren. Okay, gut zu wissen. Ich lasse Autos explodieren, wenn ich nur vorbeifahre. Denn ich bin ein Actionheld. Boom! Alter, ich muss ein paar mehr überholen für. Das war nur der erste Stern, okay. So, 12 brauchen wir für 3. 2 meine ich. Oh, ich brauche noch einen. Komm her. Boah, ich bin so gut. Guck mal, wenn ich hier durchrausche. Und ich kriege ja auch noch kurz zum Start hier. Leider 20. Ja, lief doch. Ist sehr kurzweilige Rennen. Ich finde aber, ich habe es glaube ich schon öfter genug im Video gesagt, ich mag so lange Rennen überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher einer für kurzweiligen Spaß, weil dadurch hast du eine Abwechslung, meiner Meinung nach. Mir macht das mehr Spaß, wenn ich mehr Abwechslung habe und eher kurzweiligeren Spaß. Und da das so ein kleines Action-Rennspiel ist, bin ich glaube da auch, da passt es auch ganz gut, wenn das Spiel ein bisschen kurzweiliger gestaltet ist. So, Ausscheidung, Partypanik. Da kriegen wir jetzt das Luftgummiboot. Nein, das Hovercraft oder das Luftkissenboot, genau das wollte ich sagen. Schlagen Hammerhals zum Freischalten seines Fahrzeugs. Ja, würde ich sagen, bleiben wir hier wieder bei dem, der ist ganz gut. Wir müssen Hammerhai schlagen. Das ist Hammerhai. Hammerhai ist ein Luftkissenboot. Hammerhai ist ein alter Sack. Entschuldigung. Hammerhai hat 4 Leben. Muss ich den töten? Ich glaube, wir müssen den töten, ne? Hammerhai, fahr vor! Wir müssen ihn kaputt machen. Wir müssen Hammerhai kaputt machen. Hammerhai kriegt aufs Maul. Man sagt zwar immer, ältere Menschen, Leute schlägt man nicht, aber... Rundenergebnis, babam. Ah, stimmt. Muss man ihn nach und nach fertig machen. Das ist ja ein geiler Spielmodus, den mag ich. Ich schätze mal, der wird auch im Multiplayer am meisten Laune machen. Also Runde für Runde den Gegner fertig machen. Und auf dem... Nein, oh. Ich hab nichts gekriegt, jetzt geht's auf dem, auf dem Wackelpudding landen. Ein Wort, was man niemals im Zusammenhang mit einem Rennspiel sagen würde. Ja, ich muss vorbei, ich muss vorbei, ich muss vorbei. Bam! Nein, shit! Ah, verdammt. Der hält echt viel aus, diese Runde. Wir schweißen ein Bürstchen um uns. Was ist das denn? Ja, toll. Sowas bringt mir ja voll was. Ich will doch nicht abhauen. Ich will ihn töten. Nein, meine eigene Mine. Ich Profi. Nein, 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 nein. Shit, ich bin runtergefallen. Ah, shit. Ah, wenn man stirbt, kriegt der andere ein Leben dazu. Das gleicht sich natürlich da wunderschön mit aus, muss man mal sagen. Deswegen haben wir jetzt wieder ausgleichen, weil ich einmal ein bisschen zu kompetent war, meine eigenen... Mine auszuweichen, aber er war auch zu blöd, meiner Mine auszuweichen. Nein. Yes. Bam, 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 meine Runde. So, noch 3 weitere. Sein Boot hält auch ein bisschen mehr aus als ich, ist mein Problem. Oder auch nicht. Aber ich schätze mal, er hält deutlich schon. Also in den Runden macht es dann, glaube ich, doch Sinn, was Langsames zu haben. Aber nicht was Langsames, aber was mehr aushält. Da wusste ich natürlich nicht, wie der Spielmodus jetzt hier funktioniert. Das müssen wir für nächstes Mal schon mal. Meine Mine immer noch. Die immer noch da ist, keine Ahnung, fragt mich nicht. Einmal getroffen, sehr gut. Noch
nochmal getroffen. Bisschen abhauen, bringt mir überhaupt nichts, aber hey, machen wir mal. Nochmal, ja komm, weil... Ach, ich muss auch nur aus dem Bild fahren, das reicht. Oh gut, dann bringt mir das doch was. Ich kann auch aus dem Bild rausfahren, ich muss den gar nicht töten. Also töte ich ihn indirekt, weil er nicht mehr mitkommt. So, ein bisschen Smarties auf die Seite schieben. Ich meine, irgendwelche Schokolinsen, wir machen ja keine Werbung hier. Yes, hat's schon einmal getroffen und ist raus. Auf dem Landen? Nein, geht nicht. Yes, einmal. Bam, zweimal, dreimal. Vielleicht habe ich ihn. War halt auch so ein MP, ich muss aufpassen. Okay, fahren wir einfach ins Bild. So, gewonnen. Let's play N. Ist siegreich. Sieg gegen Hammerhai. 4200 Punkte nochmal drauf. Endgegner besiegt. Du hast einen Hovercraft freigeschaltet. Personenchaos absolviert. Gut, ja, ich würde mal sagen, wir machen dann pro Folge einen Cup. Das ist, denke ich mal, ganz folgentechnisch ganz in Ordnung. Und ja, ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung hier zum Spiel gerne in die Kommentare posten, was ihr so hier von Toybox Turbos haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn es dann zur Offroad-Jagd geht. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dann, ciao.